Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute hier Star Trek Beyond in der Hardbox. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier Star Trek Beyond in der Hardbox von Filmarena, die Nummer 11. Das ist das letzte Unboxing aus dem Mystery Unboxing Paket vom lieben Micha aus Österreich. Du kannst mir also wieder neuere Sachen schicken. Nein, kleiner Spaß beim Seite. Das war schon ziemlich krass, dieses Paket. Und wie gesagt, ich kann gar nicht viel genug Danke, Danke sagen. Aber wie gesagt, jetzt hier das letzte aus diesem Päckchen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die ganzen Sachen auszupacken. Würde ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und es waren geile Sachen dabei. Eigentlich so ziemlich alles war richtig geil. Hammer Steelbooks, Hammer Edition. Und jetzt schließen wir das hier mit Star Trek Beyond Hardbox ab. Und ja, will ich gar nicht so groß quatschen, weil wir haben hier immer zwei Full Slips. Und damit das Video nicht ganz so lange geht, packe ich das schon mal aus hier. Ja, sehr geile Hardbox, muss ich schon mal. Also hinten eine J-Card. Dann haben wir hier wirklich, boah, eine hammermäßig geile Hardbox. Von der Qualität her fässt sich richtig geil an. Wir haben hier so leichte Glanzeffekte. Und vom Druck her absolut Bombe, sieht richtig fett aus. Ja, und das Ganze geht hier so rum. Wir haben hier Beyond Hardbox und hier ist der, ja, das ist ein bisschen schlicht jetzt so, da hätte ich mir noch ein bisschen was anderes gewünscht. Obendrauf haben wir denn hier so die ganzen Charaktere hier, so mit so einem leichten Hochglanzeffekt. Sieht ziemlich geil aus. Unten drunter haben wir dann die Limitierungsnummer. Kann man jetzt hier wieder gut sehen, das kriegt man so schlecht hin. Da muss man auch natürlich richtig rumhalten. Und zwar habe ich hier die Nummer 710, glaube ich, von 750. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann es nicht richtig sehen. Und hier dann die beiden Full Slips. Ich gucke nochmal, 710 von 750, ganz genau. Dieser Hardbox ist schon mal sehr geil. Und dann haben wir hier ein Lenti. Und diesmal fangen wir mal Edition 1 an. Letztes Mal hatte ich ja bei Guardians of the Galaxy mit der falschen angefangen. Mit der Edition 2. Aber hier gehen wir mal der Reihe nach. Übrigens ist das hier die Fakt Nummer 81, Edition Nummer 1 und 2. Film fand ich damals eigentlich sehr gut. Ist natürlich ein hohler Actionfilm, aber ich fand ihn gut. Ja, mir hat der gefallen. So, dann haben wir hinten hier, ja, er ist ja leider schon von uns gegangen dort oben. Ja, hier die J-Card mit der Limitierungsnummer. So sieht die Rückseite aus von der Karte. Ich zeige es vielleicht nochmal kurz von vorne hier. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Full Slip an, was mal richtig krass hier, das ist, so ist ja das Steelbook, ich denke mal, da wird auch nur das normale deutsche Steelbook drin sein, das habe ich ja selber hier, das sieht richtig geil aus mit diesen Farben und Star Trek Beyond hier in geprägt und also leicht geprägt und in Hochglanz, sehr, sehr, sehr geiles Motiv, die Rückseite hier denn auch mit diesem Glitzereffekten hier, mit diesen Glanzeffekten hier gearbeitet. Sehr, sehr geil. Oben drauf Star Trek Beyond, unten wieder die Limitierungsnummer. Hier Star Trek Beyond und dann schauen wir mal, was da drin ist. Und, oh ja, da haben wir einen Lenti auf jeden Fall. Und wie gesagt, das normale deutsche Steelbook dabei. Aber hier ist mal das Lenti, da haben wir dann mehrere Charaktere. Hier Spock. Ja, denn hier die, ja, Kirk. Ja, 1, 2, 3 Figuren hier, glaube ich. Oder ist hier noch eine andere zwischen? Nee. Ja, ist ja ist okay. Steelbook ist astrein. Das ist richtig geil, das Steelbook. Auch hier wieder ein bisschen schade, dass hier wieder nur das Deutsche dabei ist. Also das ist sehr, sehr geil hier. Wir haben Star Trek umgeprägt mit einer schönen Randprägung. Die Farbe ist richtig geil. Hier die Rückseite auch ziemlich cool. Also das Steelbook ist schon richtig geil. Ja, also muss man schon sagen. Innen drin sieht das Ganze so aus. Hier Star Trek, die ganzen Discs. Nehmen wir mal raus das Ganze. Einmal 3D und einmal die normale Blu-ray. Und hier auch ein sehr, sehr schönes Hintergrundbild, was wir jetzt hier auch schon öfters gesehen haben. Dann haben wir hier wieder ein paar Kärtchen dabei. Charakterkarten und ja, andere Karten. Auch wieder sehr, sehr coole Qualität auf jeden Fall. Also die fassen sich schon mal richtig geil an und sehen auch ziemlich cool aus. Hier vor allen Dingen das hier. Sehr, sehr geil. Die Rückseite zeige ich auch gleich noch. Die sieht auch schon mal richtig fett aus. Hier haben wir wieder dieses Motiv. Hier auch sehr, sehr cool. Rückseite sieht dann so aus. Auch ein sehr geiles Motiv.
auch sehr cool. Dann haben wir hier noch Charakterkarten hier. Auch von der Qualität her sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich habe mir ja vor kurzem auch die Original-Star Trek-Filme, also die alten, geholt. Und da freue ich mich auch schon drauf, die mal wieder zu sichtigen. Ja, hier haben wir dann noch so ein Booklet mit Bildern wieder. Auch sehr gute Qualität, was das angeht. Ja, der erste schon mal eine sehr geile Edition. Jetzt kommen wir hier zu dem Lenti Slip. Edition Nummer 2 hier. So, haben wir hinten dann wieder die J-Card hier mit der Limitierungsnummer. Und dann haben wir hier einen Lentis Schuber, was wieder von der Qualität wirklich nicht gut ist. Also das Bild ist geil, wir haben so einen Tiefeneffekt, aber ihr seht schon irgendwann in der Schrift, das ist immer so pixelig und wie gesagt, das ist man von HTC da. Man ist jetzt so ein bisschen verwöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so die ganzen Sachen auspackt. Hier, das hat man schon vorhin auf dieser Karte gesehen, aber hier auch sehr geil von den Farben. Es fässt sich auch wieder so gummiert an, richtig geil. Will ich jetzt nichts sagen, ist schon sehr, sehr cool. Und die Limitierungsnummer. Sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, das Lenti hier, das sieht man, das sieht wirklich wieder sehr, sehr schlecht aus. Muss man mal sagen. Oh nein, das ist ja cool. Ich muss alles zurücknehmen, was ich vorhin mal gesagt habe. Hier haben sie ja dieses andere, es war auch das deutsche Steelbook. Das ist, glaube ich, das Mediamarkt-Exklusive war das hier, glaube ich. Da war eigentlich ein Lenti mit bei, glaube ich. Was, glaube ich, auch eine sehr schlechte Qualität hatte. Aber hier haben wir jetzt dieses, das ist ja cool. Das finde ich jetzt geil, dass hier wirklich ein anderes Steelbook noch drin ist. Hatte ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, das ist wieder das Gleiche. Ich finde das auch ziemlich cool hier, dieses, also mit diesem Matten und Hochglanz und hier Star Trek Beyond geprägt. Sehr, sehr geil. Aber jetzt weiß ich, warum da nochmal damals die Diskussion war, weil die Rückseite. Wir sehen hier ganz schemenhaft das Star Trek-Zeichen hier. Ja, das ist natürlich verschenkt, sage ich jetzt mal. Ja. Von vorne natürlich sehr, sehr geiles Steelbook. Öffne mal das Ganze mal. Finde ich ziemlich cool, auch von der Farb, also von der Kräftigkeit der Farbe ist die Box, das nehme ich mal raus. Und hier auch ein sehr cooles In-Artwork. Ja, hier finde ich eigentlich geil, dass hier wirklich unterschiedliche Steelbooks drin sind. Wir hatten ja, welche Edition hat, ach, bei Dings waren ja die gleichen Steelbooks drin, bei Guardians of the Galaxy 2, genau. Generell sind, glaube ich, bei diesen Hardboxen, ist das jetzt das erste Mal, dass ich erlebe, dass da wirklich unterschiedliche Steelbooks drin sind. Oh, die sind aber straff drin hier, sage ich mal. Und wo fangen wir hier an? Wo fängt es an? Hier fängt es an. Haben wir noch mal ein paar Bildchen hier. Auch wieder sehr gute Qualität, was Druck und auch wie sie sich anfühlen hier von Papier her. Sehr, sehr geil. Ja, und dann haben wir hier noch ein Hochkant-Booklet diesmal. Mit ein bisschen Text diesmal, nicht nur Bilder. Komm her hier. Sehr viel Text sogar. Na komm, 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 gleich haben wir es geschafft hier. Ja, sehr geile Edition, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Hardbox, sehr, sehr geil von der Qualität. Lentis, wie gesagt, habe ich ja öfter schon mal bei Filmarena so bemängelt, dass die nicht so gut sind von der Qualität. Aber ich finde es hier mal richtig geil, dass sie hier wirklich mal zwei verschiedene Steelbooks haben. Macht so eine Edition, finde ich, gibt der Edition viel mehr Sinn. Ja, also nur diese Fullslip, sage ich jetzt mal, unterschiedlich und immer dasselbe Steelbook da drin, finde ich immer ein bisschen blöd. Aber wenn sie das so machen, muss ich sagen, Respekt, Hut ab.
Finde ich richtig geil so. Und das sollte eigentlich auch so der Weg von diesen Hardboxen sein, wo zweimal diese Edition drin ist. Oder es gibt ja immer noch diese One-Clicks oder wie die heißen. Oder Manic-Boxen. Wenn da unterschiedliche Steelbooks nochmal drin sind, dann ist das eigentlich nochmal so ein wirklich ein großer Anreiz, sich so eine Edition zu kaufen. Auf jeden Fall. Ja, das waren sozusagen die ganzen Editionen, die ich von Michael aus Österreich geschenkt bekommen habe. Wie gesagt, Mystery-Unboxing, ja, müsst ihr mal gucken, das war ja im Dezember. Mitte Dezember, Anfang Dezember war das, glaube ich, Anfang Dezember. Und ja, könnt ihr nochmal angucken. Und ja, die Reise ist jetzt hier vorbei. Es hat Spaß gemacht, die ganzen Sachen auszupacken. Viel besser noch, als wenn man sich das selber bestellt, weil, nicht weil ich es jetzt nicht bezahlt habe, aber weil ich auch manchmal gar nicht wusste, was sind das eigentlich für Editionen, was ist das drin? Weil wenn man sich das selber bestellt, weiß man ja immer ganz genau, was ist da jetzt drin. Aber wenn man die halt geschenkt bekommt, ja, ich habe jetzt auch, wie gesagt, vorher nicht geguckt genau, jetzt nochmal die Edition eingegeben im Internet, was ist da jetzt eigentlich drin. Nein, ich wollte mich wirklich überraschen lassen und ich denke mal, das ist mir, ja, ich denke mal, man hat mir das angesehen, dass ich immer wieder überrascht war. Und das ist so der Reiz des Unboxings eigentlich. Ich mache das ja auch sonst so, ich bestelle ja manchmal Sachen auch vor und gucke aber trotzdem vorher mir nicht nochmal an genau, was war da jetzt eigentlich für ein Steelbook drin oder gucke bei anderen irgendwelche Unboxings-Videos. Nein, wenn ich das bestellt habe, gucke ich das mir erst immer an hier beim Unboxen. Darum mache ich das auch mit diesen Kameras, dass man mich halt immer mal wieder sieht und auch meine Reaktionen sehen kann. Und ich denke mal, das macht so ein bisschen meine Unboxings aus. Jedenfalls hat es sehr viel Spaß gemacht. Michael aus Österreich nochmal vielen Dank ja, an dich, dass du mir das ermöglicht hast durch dein Mystery-Unboxing-Paket. Und ja, in diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.